Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit meinem Free-to-Play-Account, die Anfänger-Tutorial-Reihe, die dieses Spiel Stück für Stück erklärt, ohne in den frühen Momenten zu sehr ins Detail zu gehen. Ich weiß, es gibt viele Dinge, die ich hier ausführlicher erklären könnte, aber ich möchte einfach niemanden überfordern und wir werden früher oder später sowieso zu einigen Details übergehen, wie zum Beispiel den Unterwasserkämpfen, die am Anfang recht uninteressant sind, weil ihr wenig Gelegenheit haben werdet, euch unter Wasser zu prügeln. Ja, wir bekommen jetzt unseren Unterwasseratmer, der das Kopfteil ersetzt, wenn wir unter Wasser sind. Und wir bekommen unsere Unterwasserwaffe, die unsere normale Waffe ersetzt, wenn wir unter Wasser sind. Und diese hat auch andere Angriffe, die könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Die wurden auch ein bisschen stärker gemacht, aber alles in allem, ja, der Unterwasserkampf ist ein bisschen fade, könnte man sagen. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Das Einzige, was euch jetzt aktuell zu interessieren hat, ist, dass ihr nicht ertrinkt, ob ihr jetzt diesen Wasseratmer tragt oder nicht. Unterwasserkämpfe können ein bisschen tricky sein, weil die Bewegungen unter Wasser ein bisschen anstrengend sind, aber das war auch schon alles. Gott sei Dank müsst ihr nicht so viel unter Wasser kämpfen. Hey, und wir haben unsere fünfte Fähigkeit bekommen. Unser fünfter Waffenslot ist jetzt aktiv. Der ist beim Elementarmagier mit dem Stab auch recht stark, weil wir ja den Meteorschauer haben. Und ja, wir können natürlich dann auch unter Wasser alle fünf Fähigkeiten einsetzen, die von unserem Dreizack. Jetzt gehe ich noch ein bisschen das Inventar aufräumen und öffne dafür die ganzen Taschen, die ich bekommen habe. Da bekommt man unter anderem hier in Königenthal Butter. Die kann man verkaufen, wenn man unbedingt Geld braucht, weil die recht viel wert ist, in Anführungsstrichen. Aber auch ihr braucht die später natürlich, deswegen hebt es ruhig auf. Ihr braucht das viele Geld am Anfang nicht. Übrigens, kleiner Tipp, alles benutzen, öffnet euch einen ganzen Stapel an Beuteln, dann müsst ihr das nicht einzeln anklicken. Und da machen wir jetzt einmal Schrott verkaufen. Und wie ihr sehen könnt, ist das Inventar schon sehr viel freier. Und ja, keine Sorge, diese Gegenstände werden wir auch noch los. Nein, wir werden sie nicht verkaufen. Wir werden sie wiederverwerten, auch wenn wir einige davon, die wir durch die Story bekommen haben, nicht wiederverwerten können. Wir gehen aber jetzt mal weiter hier in diese Richtung, holen uns hier die Punkte, holen uns die Herzchen, eventuell das ein oder andere Event. Und werden dann hoffentlich bald Level 10 sein, denn dann geht es tatsächlich schon ein bisschen rund. BZW auf Level 11 wird es dann auch nochmal ordentlich. Moa-Trainerin Kappa sucht Moas und wir werden dir jetzt helfen, Moas einzufangen. Das bringt uns ein bisschen durch das Gebiet, gibt uns ein paar Erfahrungspunkte und das ist auch wieder eine gute Kampfübung. Pygmäen-Moas, so viele! Was muss ich da jetzt machen? Ich muss jetzt in dieses Gehege treiben. Alles klar. Es ist nicht schwer, aber Pygmäen-Moas sind flink. Bringt sie einfach ins Gehege. Den Rest übernehme ich. Dann verfolge ich mal den Pygmäen-Moa, dass der ins Gehege läuft. Sehr schön. Nein! Der Raptor! Töte den Raptor! Die Pygmäen-Moas! Nein! Oh mein Gott, schnell! Heilung! Heilung! Ah! Da kommt noch einer! Lass die Babys in Ruhe! Gut, dass ich heilen kann mit meiner Stabfähigkeit 5, Regeneration. Und das entfernt Zustände. Schade, dass ich es nicht alleine konnte. Sehr schön. Damit haben wir dieses Moa-Event abgeschlossen. Das ist übrigens ein Event, das besitzt auch noch ein Folge-Event. Wenn sie fertig ist, damit die Moas abzurichten, dann gibt es nämlich das nächste Event. Dann müssen wir diese Moas zu dem kleinen Ort Beetletoon bringen. Und dafür gehen wir quasi einmal quer über die gesamte Karte. Also Events können euch auch helfen, das Gebiet zu erforschen und zu erkunden. Hey, ein Stufe 9 Herz. Mensch, das wird bestimmt gar nicht schmerzhaft. Gott, ist das hübsch hier. Na dann mal auf zur Jagdhütte. Hilft den Jägern vor Ort, indem ihr Fallen repariert, Wildschweine erlegt und allen, die bei der Jagd in Gefahr geraten, helft. Noch ein grausamer Eber. Das hab ich schon jetzt gesehen. Okay, vergiss es. Woo! Ja, mach deinen Scheiß. Komm, ihr seid cool. Hau mich. Alter, zwei Stück. Okay, zwei Stück ist ein bisschen unangenehm. Bisschen unangenehm. Ist ein bisschen unangenehm. Zwei Stück sind ein bisschen unangenehm. Bisschen, danke, sehr schön. Oh, Gott sei Dank an Waldi. Feuer brennt! Warum geht er nicht weg? Schlechtes Movement! Outcalling! Schlechtes Movement! So, damit haben wir das Herzchen fertig.
Sehr schön. Next, please. Ich folge der Straße jetzt weiter in Richtung Norden. Da hinten taucht schon wieder das nächste Gebäude auf. Da wollen wir doch hin. Hier können wir uns das erste Mal mit Unterwasserkampffähigkeiten auseinandersetzen. Die sind unverwundbar, damit man sie in die Nähe dieser Krebsreusen locken kann. Die kommen dann auch sofort an, wenn man sie angreift. Hör auf zu blocken. Hör auf, kommst jetzt her. Und zack. Eingefangen. Tja, jetzt müsste es nur ein paar mehr davon geben, denn ganz ehrlich, das sieht ja total ausgefischt aus. Gibt's hier oben noch was? Hi? Nein? Kann ich noch was anderes machen? Oh, wir können Skale töten. Na dann, verprügle ich mal ein paar Brackwasserskale. Habe ich kein Problem mit. Die mag ich eh nicht. Oh Gott, Stufe 10. Ah, Stufe 10, Stufe 10. Streiftreffer, Streiftreffer. Wenn eure Ausrüstung zu schwach ist oder ihr vielmehr zu schwach seid, dann macht ihr irgendwann nur noch Streiftreffer am Gegner. Und dann wird es wirklich hart, ihn zu besiegen. Dann ist es nicht einfach nur der mangelnde Schaden, sondern auch die, ja, mangelnde Möglichkeit, den Gegner zu treffen, die euch das Genick bricht. Wir haben Handschuhe bekommen. Wir tragen noch keine Handschuhe. Na, dann nehmen wir die doch gleich mal. Yay, endlich Handschuhe. Seht ihr das dort? Das hier nennt sich Regeneration. Und diese Regeneration, das ist ein Buff. Buffs erscheinen hier immer in der Buff-Leiste. Komm her, Krebs, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm rein. Sehr schön. Die erscheinen in dieser sogenannten Buff-Leiste. Wir können uns selber auch Regeneration geben. Hier steht es dran: 3 Stacks Regeneration für 4 Sekunden lang 210 Heilung. Das mit diesem Regen, der auf uns niedergeht und der dreimal hintereinander Regeneration quasi gibt. Also das läuft dreimal hintereinander ab. So, das haben nicht nur wir Spieler, sondern halt auch, obviously, die Gegner. Da muss man ein bisschen drauf achten. Der hier zum Beispiel hat auch Regeneration. Yay, Event fertig. Liegst du hier raus hier aus dem Wasser. Herzchen fertig und Stufe 9. Lass uns bitte mal an einen sicheren Ort gehen. Jetzt kommt mein Catch-Moment des Spiels. Damals, als ich angefangen habe, Guild Wars zu spielen, da wusste ich nicht ganz, wie ich mich motivieren soll, alle Karten abzugrasen, alles zu erkunden und zu erforschen. Irgendwie hat mich das ganze Spiel damals noch, vor 6 Jahren, nicht ganz abgeholt, bis ich dann die Abbauwerkzeuge entdeckte, die wir hier sehen, und das abbauen. Wir bekommen jetzt eine Kupfer-Holzfäller-Axt, eigentlich einen ganzen Stapel an Äxten, weil jedes Mal, wenn wir sie benutzen, geht eine davon kaputt. Dann kriegen wir eine Kupfererntesichel und eine Kupferspitzhacke. Naja, die haben so und so viele Benutzungen. Mehr als, ich glaube, 25 war es? Mehr als 25? Nee, 20 mal, genau. Können wir sie nicht benutzen. Und die können wir jetzt einfach ausrüsten mit Doppelklick. Drücken H wie Heldenmenü, schauen mal hier hinein. Und sehe da, hier an diesen Slots sind jetzt diese Ausrüstungsgegenstände erschienen. Und die sind sehr, sehr, sehr cool. Denn wenn ihr so wie ich ein Sammler seid, dann werden euch hier auf der Karte solche Symbole wie Salate, das hat man jetzt auf der großen Übersicht nicht gesehen, auf der kleinen Übersicht, sehr viel Freude bereiten. Ich liebe es zu sammeln. Ich liebe es, Gegenstände einzusammeln, einzulagern und später zu verarbeiten. Und gerade der Koch, der hat es mir damals sehr angetan. Und ich habe nichts anderes gemacht, als meinen Charakter über die unterschiedlichsten Karten zu jagen. Mit Stufe 16 durch 80er Gebiete. Mit Stufe 20 im, was weiß ich nicht, 60er Gebiet nur auf der Suche nach Artischocken. Das ist neu. Weil ich das hier gemacht habe. Ich habe gesammelt. Jedes Mal sammeln, ihr seht es richtig, gibt euch Erfahrungspunkte. Nicht nur das. Alles, was ihr damit dann herstellt und neu erlernt und neu erkundet, gibt euch dann auch Erfahrungspunkte. Sprich, mit dem Salat, da bietet es sich an, zum Beispiel Koch zu werden. War mein Lieblingsstartberuf. Ich hatte sehr viel Spaß damit, Koch zu sein. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, die einzelnen Rezepte zu erforschen. Hey! Moa, Trainerin Kappa ist wieder da. Oh nein! Nein, nein, nein! Diese 80er mit ihren blöden Mounts. Könnt ihr uns deinen Low-Level-Charakteren vielleicht auch mal was übrig lassen? Danke. Deswegen sage ich, konntet ihr mit diesem speziellen NPC die gesamte Karte erforschen,
weil sie halt einfach einmal quer hier über dieses Gebiet hinwegfegt. Und zack, weg ist sie. Damit hätten wir dann auch dieses Event erledigt und sind im nächsten Herzchengebiet, das um einige Level höher ist als das, was für uns empfohlen ist. Naja, man kann ja auch an einen anderen Ort gehen. Ihr habt ja gesehen, Königin Tal ist groß. Aber das hier ist ganz spannend, denn dort sehen wir das Tor zum allerersten Verlies bzw. Dungeon. Dungeons und Verliese sind instanzierte Bereiche, die man mit 5 oder auch weniger Spielern besucht, um dort einen Geschichtsabschnitt zu erleben. Da gibt es den Story-Pfad und den Erforschungspfad. Den ersten Dungeon, den wir bald kennenlernen werden, der ist in Ashford. Und ja, da werde ich dann nochmal detaillierter drauf eingehen, was das eigentlich ist. Apropos Ashford oder prinzipiell die anderen Stadtgebiete. Ashford ist das Stadtgebiet der Char, da könnt ihr euch jetzt auch schon hinporten. Solltet ihr mit dem Königintal nicht zurechtkommen oder ihr landet in einem hohleveligen Gebiet wie ich jetzt hier und das ist euch zu anstrengend, dann ist es durchaus möglich, dass ihr einfach mal die anderen Stadtgebiete besucht und dann dort die allerersten Herzchen macht, die für Stufe 1 und 2 gedacht sind. Da bekommt ihr nämlich, naja, nahezu genauso viele Erfahrungspunkte. Und ich mache jetzt hier erstmal das Herzchen. Ein Kaufmann und Wespen. Kommt da was raus? Kommt da was raus? Ne. Kann ich bei dir irgendwie... Ja, oh, Halleluja, Wiederverwertungskits. Leute, wir schauen uns jetzt kurz die Wiederverwertungskits an, denn die können wir ganz gut gebrauchen. Was? Kinder zum Wiederverwerten? So war das nicht gemeint. Also erstmal bitte alles einlagern, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Oh ja, wir tragen jetzt mal Zepter Dolch. Eine ganze Zeit lang, einfach um mit was anderem zu spielen. Und ja, den Rest hier, den können wir wiederverwerten. Und da kauft ihr euch für nahezu alles bis hin zur Stufe Gelb ein einfaches Wiederverwertungskit. Man sollte am Anfang mehrere dabei haben. Ihr werdet recht viele davon brauchen. Ich habe mir die ganz gerne dann mal hier oben reingepackt, dass sie dann gleich als erstes hier oben stehen. Bis Stufe Grün könnt ihr damit alles wiederverwerten. Also ihr könnt damit weiße Gegenstände wiederverwerten, die blauen Gegenstände wiederverwerten, die grünen Gegenstände wiederverwerten. Goldene Gegenstände lohnen sich mit goldenen Wiederverwertungskits zu wiederverwerten. Die sind jetzt hier nicht im Kauf erhältlich, aber es gibt sie bei anderen Händlern. Das ist sinnvoll, dann ein goldenes Wiederverwertungskit zu nutzen, wenn ihr goldene Gegenstände zerlegt. Und es gibt auch noch ganz besondere Möglichkeiten, Wiederverwertungskits zu ercraften, die dann mehr Verwendungen als 25 haben. Da gehen wir später noch drauf ein. Das Wichtigste, was ihr jetzt wissen müsst, ist, dass ihr hier eine ganze Menge Schrott loswerdet. Automatisch schaltet ihr die ganzen Skins frei. Ihr bekommt Glücksessenzen, das erkläre ich gleich noch, und jede Menge Gegenstände, die ihr später für euren Handwerksprozess braucht. Und alles, was ich jetzt hier nicht wiederverwerten konnte, den stumpfen Dolch zum Beispiel, den kann ich dann verkaufen oder halt auch wegschmeißen. Und seht ihr, wie schön sauber ordentlich das Inventar jetzt aussieht? So leicht kann es gehen. Verschlüsselte Befehle, damit können wir nichts anfangen, aber wir haben durch das Wiederverwerten Glücksessenzen bekommen. Die könnt ihr entweder einzeln anklicken oder auch alle verzehren. Und diese Glücksessenzen erhöhen das accountweite magische Gespür. Das wird jetzt hier noch nicht erklärt. Das käme dann mit dem Level Up, das uns auch gratis Wiederverwertungskits gibt. Aber ja, gerade aktuell im Moment habt ihr ja mich, da spiele ich ja Klärbär. Ah, Kätzchen. Bin abgelenkt. Ja, dieses magische Gespür wirkt sich aus, wenn es dann wirklich über ein paar Prozente klettert. Das dauert sehr lange, bis man dort mal 100% magisches Gespür hat, weil man sehr viel Glück konsumiert hat. Ne? Das braucht ein bisschen. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Glück konsumiert. Es ist gar nichts passiert. Und das wirkt sich so aus, dass ihr dann seltenere Gegenstände von Gegnern getroppt bekommt. Also die droppen euch, beziehungsweise geben euch den Loot, der ein bisschen besser ist. Das merkt man prozentual ganz leicht. Bedeutet, ein 80er-Account, der im 80er-Gebiet herumläuft und 0% Glück hat, bekommt prozentual weniger kraftvolle Fiolen mit Blut, was ein sehr wertvolles Handwerksmaterial wäre. Darüber reden wir aber später nochmal ganz ausführlich und in Ruhe, damit ihr jetzt nicht zu viel Informationen bekommt. Einfach nur, damit ihr wisst, dieses Glück futtert ihr, müsst euch erstmal keine Gedanken darüber machen, was man sonst noch damit machen kann. Einfach futtern und nicht weiter drüber nachdenken. Und ich mache jetzt hier erstmal das Herzchen, indem ich Wespennester zertrete und kann ich Plakate abreißen. Ha, die Plakate abzureißen zählt für ein Volk der Geschichte. Kann man ja mal nebenbei mitmachen. Ja, ich mache jetzt hier erstmal, ne, ihr seht schon. Oh, gleich haben wir es geschafft.
Gott sei Dank. 10 von 10 Herzen abgeschlossen. Damit sind wir jetzt auch lokale Helden. Aber immer noch nicht Stufe 10. Ich habe eine Gartenhake. Ich bin unbesiegbar. Gartenhaken in diesem Spiel sind einfach insane overpowered. Leute, das ist einfach die legendäre Waffe schlechthin. Gartenhake. Er hat nur 2 Fähigkeiten, aber das reicht auch vollkommen aus. Mehr brauche ich gar nicht. Oh, was gibt's denn hier noch? Wurzelgemüse. Look at that booty, look at that booty, look at that booty, look at that booty. Okay, er fühlt sich sexuell belästigt, aber Alter, habt ihr diesen Poppers gesehen? Wow. Wow. Ah, oh, eine neue Gegend. It's been a long road getting from there to here. It's been a long time, but my time is falling near. I can see my dreams come to life at last. I will touch the sky, and I'm not gonna change. Sorry. Oh, wie wunderschön. Hier gibt es Bier und Weinreben und Melonen. Gibt's denn noch Melonenbier? Diesen Ort fand ich echt beeindruckend, als ich ihn das allererste Mal gesehen habe. Super hübsch. Und yes, wir haben es geschafft. Wir sind Stufe 10. Persönliche Geschichte freigeschaltet. Und jetzt wird's wirklich richtig spannend, denn wir können jetzt in den nächsten Abschnitt unserer Geschichte eintauchen. Petra schreibt uns jetzt einen Brief. Fühlt ihr euch besser? Sobald ihr wieder auf den Beinen seid, kommt und besucht meinen Vater und mich im Gasthaus. Wir waren sehr in Sorge um euch. Außerdem gibt Vater jedem, der auf eure schnelle Genesung trinkt, einen aus und das treibt uns noch in den Ruinen. Also kommt und besucht uns bald und zeigt uns, dass es euch gut geht. Petra, jetzt können wir mit dem nächsten Abschnitt unserer Geschichte weitermachen. Das ist auch ganz sinnvoll, denn so hat man erstmal was vom Spiel gesehen, ein bisschen Gameplay erleben können, ein paar spannende, packende Kämpfe hinter sich gebracht und ist gewappnet, sich mit allem anzulegen, was denn eventuell auf uns warten mag, wenn wir mit der Geschichte voranschreiten. Und ich kann euch sagen, wir werden definitiv prügeln müssen, definitiv. Wenn wir Stufe 11 erreicht haben, das sollten wir innerhalb der Story auf jeden Fall, werde ich euch erklären, wie ihr euch am Anfang im Idealfall mit jeder Klasse skillt, weil schon einige angemerkt haben, was ist, wenn ich mich verskille? Wieder manche gemeint haben, man kann sich nicht verskillen. Ja, und doch kann man schon am Anfang tatsächlich, da es ein bisschen braucht, bis man, wie soll ich sagen, in der Lage ist, alle Skills zu nutzen und man sich am Anfang für welche entscheiden muss. Und da gibt es auch Fehlentscheidungen. Darüber reden wir im nächsten Video. Es war mir eine Freude. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Das ist die total tolle Outro-Musik. Das ist die total tolle Outro-Musik. Klick doch mal ein Video an und lass ein Abo da, Mann. La 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 la. Tschüss.